Eine Parkuhr. Was passiert eigentlich in so einer Parkuhr, wenn man einen Groschen reinschmeißt? Tja, reingucken müsste man. Moment, machen wir. Da, nochmal. Sie sehen? Ne, zu weit weg? Moment, machen wir größer. Nochmal. Da, Sie sehen. Zu schnell? Moment, machen wir ganz langsam. Tun wir so, als wenn es hintereinander geht. Also, Groschen an der Seite rein. Plastikding hält den Groschen fest, dass er nicht umkippt. Metallnase prüft, ob der Groschen die richtige Größe hat. Wenn er die richtige Größe hat, rastet das in eine Klaue ein. Hält dabei dieses Plastikdreieck fest. Und dann wandert der Groschen weiter. Aber nur, wenn er richtig groß ist, wenn es also wirklich ein Groschen ist. Und dann geht es auf der Rückseite weiter. Unten wird von diesem Plastikrad eine Sperre hochgeschoben. Und die holt das rote Schild runter. Das Plastikdreieck gibt aber auch dieses Zahnrad frei. An dem Zahnrad hängt wieder der Zeiger. Da ist er. Und der Zeiger gibt das Uhrwerk frei, das lässt dann die Zeit ablaufen. Und wenn das läuft, geht der Zeiger weiter und springt auf die 30. So einfach ist das. Nochmal? Zu viel gewesen? Also. Groschen an der Seite rein. Plastikding hält ihn fest, dass er nicht umkippt. Das prüft, ob der Groschen auch richtig groß ist. Wenn er groß ist, also wenn das ein richtiger Groschen ist, rastet das in die Klaue ein, hält dabei dieses Plastikdreieck fest. Rotes Schild nach unten. Zahnrad wird freigegeben. Zeiger gibt das Uhrwerk frei und springt auf die 30. Und dann fällt der Groschen nach unten. Ins Groschengrab. So einfach ist das. Und das passiert eigentlich in jeder Parkuhr, überall in ganz Deutschland.